Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in meinen Räumen. Zu meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie, und zwar heute zum Thema Mandelsteine. Gar nicht so selten stellen mir in der Sprechstunde Eltern ihre Kinder vor, bei der sie zufällig beim Gähnen oder beim Zähneputzen etwas Komisches, gelblich-graues auf den Mandeln entdeckt haben und deshalb besorgt sind. Oder aber es fällt den Eltern ein ausgesprochen übler Mundgeruch ihres Kindes auf und sie entdecken beim in den Mund schauen diesen komischen Belag auf einer Mandel. Und so kann ein Mandelstein dann ausschauen. Die Patienten haben aber in der Regel keinerlei Krankheitszeichen, keine Halsschmerzen, dann auch kein Fieber. Allerdings haben die meisten 1, 2, 3 Wochen vorher Symptome einer Halsentzündung oder gar eine Angina gehabt. Mandelsteine sind nichts anderes als ein Abfallprodukt. Die Aufgabe der Mandel ist es, Keimmaterial, also Bakterien, Viren, Pilze, unschädlich zu machen. Und das passiert in der Tiefe der Mandeln. Auf diesem Bild habe ich das einmal schematisch dargestellt. Sie erkennen diese typischen Einschnitte in der Oberfläche der Mandeln. Und in der Tiefe dieser Einschnitte, da findet diese eigentliche Auseinandersetzung mit diesen Keimen statt. Hier werden sie zerstört durch den Einsatz von unseren Polizeizellen, den weißen Blutkörperchen und den Makrophagen. Und dabei entsteht Abfall. Und dieser Abfall, der wandert durch diesen Einschnitt nach oben, auf die Oberfläche der Mandeln, sammelt sich dort eine gewisse Zeit an und wird dann beim Schlucken von Essen quasi weggekratzt und gelangt mit dem Essen in den Magen. Mit einem Bild kann ich Ihnen das vielleicht noch mal deutlicher machen. Denken Sie an eine volle Mülltonne in der Sonne am Straßenrand. Die kann auch gewaltig stinken. Und dann kommt der Müllabfuhrwagen und das entspricht dann dem Schluckakt. Und der leert die Mülltonne. Und damit ist der Müll und der Gestank weg. Manchmal kommt es aber auch beim Räuspern oder Husten zum Ausspucken von diesen Mandelsteinen. Und da ist dann mancher erstaunt, wie hart dieses Material sein kann. Und deshalb eben dieser Name Mandelsteine. Bei ihnen handelt es sich im Prinzip um etwas völlig Harmloses. Sie sind das Abfallprodukt einer stattgehabten Wochen zuvor. Einer stattgehabten Auseinandersetzung der Mandeln mit Keimen, die unschädlich gemacht wurden. Mandelsteine sind nur eine begrenzte Zeit sichtbar, weil sie eben dann irgendwann mal verschluckt werden. Sie tun zwar nicht weh, können aber einen unangenehmen Mundgeruch auslösen. Pfefferminzbonbon lutschen kann da übrigens helfen. Wenn Sie also zukünftig bei sich selbst oder bei Ihrem Kind Mundgeruch feststellen und dann auf Ihren Mandeln sowas komisch-gelbliches feststellen, dann wissen Sie jetzt, was das ist.